Sag mal dein Köpfchen. Zeig doch einmal dein Köpfchen und du bist weg. Was habe ich gerade gesagt? Ich könnte noch gut gebrauchen Munition for my. Warte. Das da muss die Bibliothek sein. Da okay, drin. Dann wir können nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Ich wollte gerade sagen, wir können ja schlecht einfach da reinspazieren. Also könnten wir schon, aber dann sind wir nur 2 Minuten alt. Ah, das könnte helfen. Das wird helfen. Alles klar, dann gucken wir mal. Da irgendwie außen reinkommen. Hier können wir durch. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ja recht, Jungs, klar. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Oh mein Gott. Da drüben! Da sind sie! Hallo, halt ihn raus! Na toll. Da sind sie doch! Da! Ja. Ah. Noch mal! Ich hab ihn! Hoffentlich lohnt sich das! Er hat keine Kugel mehr! Scheiße, da sind sie doch! Da drüben! Ja. Kommen! Ich hab ihn! Du bist einfach nur scheiße. Komm schon her. Okay. Halt den Kopf unten! Cool. Sehr schön. Oh, das tat bestimmt weh. Oh. Zeit. Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar. Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut, das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ah? Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub ich. Jedenfalls,
Als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie oft Rab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. In diesem Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Was war das denn jetzt für ein Tipp? Vielleicht die Statuen. Okay, dann gehen wir mal auf die Statuen, oder? Irgendwie müssen wir ja drauf kommen. So. Also. Der... Okay. Matthew ist Norden. Okay, wir haben den Löwen. Löwe ist... Mark. Mark ist... Weston. Kann man die irgendwie hier... Nein, das stimmt nicht. Okay. Na. So. Warte. Kurz, was ist das für ein Zeichen? Ist diese komische Kuh? Das kuhartige Ding? Luke. Luke ist Süden. Warte mal. Kann so stehen bleiben. So. Warten wir mal ab. Also. Warte, wo sind wir jetzt? Adler. Adler ist John. John ist im Osten. Okay. So. Das muss dann nördlich sein. Schau noch mal im Tagebuch. Ist es so richtig? Vielleicht muss es auch einfach nur ganz, ganz. So. Das ist eindeutig Norden. John ist Osten, genau. Der Löwe ist... Löwe ist Mark. Los, beeil dich nicht. Wir haben nicht viel Zeit, bis sie merken, dass etwas nicht stimmt. Norden... Und hier noch. Nicht? Warte, das ist Norden. Das ist Süden. Nee, warte. So. Das ist Norden, das ist Süden.
Das ist Osten, das ist Westen, ne? Das ist falsch. Also ich denke mir das gerade komplett aus. Wie müssen die ausgerichtet sein? Also. Mark kommt nach Westen. Westen ist links. So. Perfekt. So. Die Kuh-Ding. Luke kommt nach Süden. Süden ist unten. Genau. Richtig. Was? Warte mal. Achso, das ist Süden. Okay. So. Ich hätte mal... So, der Löwe, der war Westen, ne? Westen. East, well, no. Genau da, also. Steht der richtig. So, hier, der ist nach Osten, das heißt. So, und der muss sich andersrum drehen. Okay, ich mache gerade etwas grundlegend falsch. Etwas mache ich grundlegend falsch. Also das ist... Gehen wir nochmal. Neue Theorie. So. Okay. Der Löwe ist Mark. Mark steht Richtung Westen. Bingo. Nur der stand falsch. Wie hinterlistig. Oh, noch eine Bibliothek. Und jetzt? Moment, das kenne ich doch. Ein Goldcatch mit Deckel. Die umgekehrte Flamme weist ins Land der Toten. Die Flamme muss nach unten hängen.
Hier müssen wir auch noch umdrehen. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier, ich werde mich mal umsehen. Oh, nein, du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja, und einer allein ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Da! Wo kommt der denn her? Ah! Okay, Land der Toten. Ich komme. Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt auch schon. Ich werde kurz noch mein Spiel speichern. In den Untergrund, genau. Schon zu 69% beendet. Ja. Ja. Deswegen wollte ich gerade mich verabschieden und sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert und abonniert. Ansonsten teilt noch vielleicht auf diversen sozialen Netzwerken oder halt einfach, ja. Naja. Was auch immer ihr wollt, also deswegen, ich bedränge euch dazu nichts. Ansonsten, ja, habt noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.